Ja, moin zusammen. Ich bin der Naturstreu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder unterwegs auf Campingplätzen. Ich hoffe, man versteht mich, weil die Zufahrt ist hier direkt an der Hauptstraße. Aber das ist nicht so schlimm. Heute bin ich am Plöner See und zwar beim Naturcampingplatz Spitzenort. Und der Name sagt schon eigentlich alles. Es ist hier tatsächlich ziemlich spitze. Alles ist top, super. Bei camping.info gab es 1100 und ein paar Bewertungen und Durchschnittsnote 4,8, glaube ich, oder 4,7. Ist aber, glaube ich, dann nicht mehr ganz so wichtig, weil es eigentlich alles gut ist. Der Platz hat 240 Stellplätze, davon 238 Touristenplätze, 2 Dauercamper, die habe ich noch nicht gefunden. Die werde ich gleich nochmal suchen, aber die sind wahrscheinlich versteckt. Und ja, der Vergleichspreis ist recht hoch, 32 Euro daneben, 36 in der Hauptsaison. Ich habe jetzt 36 Euro bezahlt, weil ich auch einen Stellplatz gekriegt habe, obwohl ich nur ein Zelter bin. Die haben keine Zeltwiese. Also liebe Zelter, wenn ihr hierher wollt, klärt das mal vorher ab mit denen. Jo, es gibt eine Menge zu sehen und ich würde sagen, ihr geht schon mal los und ich erzähle euch im Hintergrund ein bisschen was. Viel Spaß dabei und ich melde mich dann zum Fazit nochmal. Bis gleich! Es ist hier sehr schön natürlich gehalten und was ich auch richtig klasse finde, dass die Plätze, die direkt am Wasser sind, haben auch alle einen eigenen Zugang zum See. Ein großer Punkt bei Camping.info war auch das Kanufahren, was hier wirklich super gut geht und hier auch viele Anlegestellen sind am See. Und hier auf dem Platz habe ich auch viele Kanus und kleine Boote gesehen. Die Spiel- und Bolzwiese. Nochmal ein Spielplatz für die Kids. Fußball spielen.
Camperherz, was willst du mehr? Hier haben sie sogar einen kleinen Pool. Hier ist sogar ein Kinderland. Wenn es nur schlechtes Wetter ist, denke ich mal. Ups. Aber ist mit einem Zahlencode versehen, da komme ich jetzt nicht rein. Ja, die Toiletten sind sauber, ordentlich gepflegt, absolut up to date. Alles auf neuesten Stand, richtig gut. Es riecht hier wunderbar und es wird hier zwei oder dreimal am Tag gereinigt. Absolut gut und nichts zu beanstanden. Hier ist der Wohnmobilpark direkt am Eingang. Hier ist dann die Badestelle vom Campingplatz, direkt neben dem Bootverleih und der Surfschule und der Segelschule. Und hier ist dann die Liegewiese. Ja, ihr habt es gesehen. Ich bin durch. Richtig schön hier. Viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Hunde sind hier auch immer willkommen, allerdings an der kurzen Leine zu halten auf dem gesamten Platz. Sightseeing kann man hier auch machen. Kiel, Hamburg, gute Stunde weg, Ostsee, Lübeck, alles innerhalb von einer Stunde zu erreichen. Die sanitären Anlagen sind mega, richtig gut. Plöner See, da brauche ich nichts zu sagen. Das spricht für sich, richtig toll. Und ja, klar, die Preise sind ein bisschen höher, aber dafür hat man hier auch ein bisschen mehr Komfort. Und das ist schon in Ordnung. Genau, ich bin durch, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi.